Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play OMSI 2. Jo, wir sind diesmal wieder auf Hamburg Hafen City unterwegs, diesmal mit dem Solaris Urbino 12 in der Hamburger Version mit dem Solaris IV. Jo, mit dabei ist der Patrick Moin. und der Pascal. Bin ich da? Und der Manfred ist auch wieder am Steuer. Also das kann eine geile Fahrt werden mit Manifred. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Boah. Also mit Manifred wird es auf jeden Fall eine geile Folge. Also das weiß jetzt schon jeder. Weil mit Manifred wird es immer geil. Warum auch immer Licht an ist. Keine Ahnung. 0 0 6 0 0 Route 1. Hey, ich schreiß bald mein Schreibtisch ein, ich sag's dir. Ey, warum? Weil ich mich eben gestreckt habe und fast mein Lenkrad vom Ding geschossen hab. Vom Schreibtisch. Ernsthaft? Ja. U-Bock-Weg. Weil ich meine Füße gerade auf dem Schreibtisch hab. Doch, mein Schreibtisch, also darf ich mit dem Schreibtisch machen, was ich will. Theoretisch könnte ich später auch Ja. Riesenpenis. Theoretisch könnte ich auch Riesenpenis auf dem Ding malen. Ey, dann legt man sein Handy weg und bekommt wieder Nachrichten. Ey. Ich möchte nur eins. Ich möchte Glück. Wir schaffen Geld. U-Borg-Weg. Weißt du, was das für eine Route ist? U-Borg-Weg? Route 90. Echt? Nein. Wie soll ich das denn wissen, wenn ich doch nicht mal Hamburg Hafen City habe? Patrick? Ja. Weißt du, was Linie 6 nach U-Borg-Weg für eine Route ist? Von wo nach wo? Von Feldstraße nach U-Borg-Weg. Weiß So ein Scheiß, aber. ich. Ich hatte nämlich die andere Richtung. Was war denn da die Route? Weiß ich auch nicht. Das war vor ein Okay, paar Wochen. Leute, Vor ein also paar dann Wochen fahren war wir ich. mal einfach mal ohne Vor ein paar Fahrplan. Wochen, da war es nicht online. Ja, außer dem Moment, welches ist das denn Solaris, ne? Ja. Das steht normalerweise auf dem Fahrplan drauf. Route. Da steht 66 106. Das ist doch nur. Hä, als Route kann nur zwei Zahlen eingeben. Nein, gibt es mal vier. Also könnte versuchen. Ja, versuchen. Ja, ich habe ja aber kein IMAX, ich habe die Fairgo Ticketbox drinne im Solaris. Nein, wie viele Zahlen gibt es? Wird es fünf Zahlen sein, oder? 66106. Warte, Leute, wir probieren es hier mal kurz aus. Also 66. Was war das? 66 106. Also wenn das jetzt funktioniert, ne? Nö, funktioniert auch nicht. Also von daher. Du verzweifelst dann einfach. Linie 6, Metrobus, U-Bahn. Ach du Scheiße. So Leute, also wir schildern lassen das einfach mal hier so, ne? Verzweifelst Ja, was ist? danach eine AI Was? Gruppe. Bitte auf Deutsch und lauter. Groben Dateinamen. Schauen. Gute. Warte, muss ich mal lauter stellen, mein Stream ist zu laut. Doch müsste so eigentlich von der Lautstärke her passen. Pause 1 haben wir Abfahrt. Also fahren wir mal kurz hier hin. Patrick, Wenden. jetzt nochmal. Schau mal nach, Route für Linie 6. War ich. Nee. Der hat kein Hafen City. Pascal hat Ja, kein Hafen City. Der Lümmel. das ist gut. Ja, wir müssen hier nach links, ne? Da ist wohl die Starthaltestelle dann. Links ist die Starthaltestelle, ne? Man muss hier rausfahren aus der Feldstraße und dann da links Genau. abbiegen, ne? Richtig. Gut. Dann fahren wir einfach mal hier lang.
Jo, letzten Videos dazu kam mir eigentlich ganz gut an. Der wartet sehr schön. Ja, geil, das wird hier alles wieder nicht angenommen. Ich glaube, das liegt aber letzte Zeit an meinem Omsi. Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, machen wir dann einfach eine Leerfahrt. Oder ich hab's falsche U-Borg-Weg hier. Mal schnell gucken hier. U-Borg-Weg. Einfach mal so. Release Alof. Da kommt schon mal keiner. Da kommt auch keiner. Also ich denke mal, das liegt. Entweder liegt es an der iBox, dass sie kaputt ist. Nicht an der iBox, sondern an der Dings da. Dass die kaputt ist, dass die das hier nicht ordentlich steuern kann. Oder ich habe tatsächlich ein Problem mit Omsi. Was ich aber eher nicht glaube. Ich werde mit dir dann sprechen. Oh, Pascal, Digga. So, fahren wir mal hier rein. Das müsste. Versuch mal zwischen Route 1 und Route 2. Route 1, Route 2 oder was? Ja, aufwärts. Ah, warte mal. Ja, aufwärts. Ja, habe ich ja schon Route 1, Route 2, alles, es kommt Also immer nur 006, falsche Dings da. auch 006, 00 und dann Ja. 00. Okay, weil, Da kommt überall nur falsches Dings. Vielleicht liegt es auch am Bus, weil hier steigen wieder keine Leute ein. ja, Seit heute Morgen habe ich so ein Problem. Aber nicht nur mit dem Solaris, mit allen Bussen. Ich glaube, das liegt an meinem Omsi. Ich habe da irgendein Problem, keine Ahnung. Also Leute, wenn es wirklich nicht funktioniert, dann gibt es halt mal eine Leerfahrt. Weil ich glaube, ich habe tatsächlich ein Problem mit Umsi. Ja, hier ist auch wieder ein Nachlader, den hatte ich eigentlich nie. Ich glaube auch, ich weiß, woran das liegt. Ne, ich habe mir neue Maps installiert und ich glaube, das liegt an denen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das liegt an denen. Dann lasse ich einfach mal komplett um sie dann noch mal neu drüber laufen. Lass ihn noch mal reparieren und dann müsste es ja eigentlich funktionieren, ne? So. Mal gucken, ob wir den abziehen können hier. Wir haben gerade keine Fahrgäste. Ja, wir können locker abziehen. Scheiße, jetzt sind wir auch noch in den reingefahren. Ja, das ist das Problem an Hamburg. An den Scheiße, mein Mikrofon. Das Problem an den Hamburger KI-Autos hier. Die hüpfen wie Scheiße. Wenn den reinfährt, genau wie das Fahrrad, haben wir ja in der letzten Aufnahme gesehen, das hüpft wie so ein Flummi. Und ja, ist halt nicht so geil, ne? Wenn du da so ein Auto vor dir rumhüpfen hast, wie so ein Flummi. Nein, 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 nein. Och nö, jetzt sind wir dem schon wieder reingefahren. Hä? Ich hab die Einstellung nicht so tief. Das ist.
hier nicht nachlädt. Also ich wette mit dir, das liegt an der einen Map da, wo ich installiert habe. Es waren nämlich so richtig geile Maps, die waren so richtig geil gestartet. Die habe ich von irgendeinem so ausländischen Forum und jetzt ist mein OMSI komplett irgendwie. Eigentlich wollte ich euch die auch zeigen, Leute, aber wenn ihr sowas mit OMSI macht, dann ja nicht. Weil diese ganzen komischen Nachladeruckler hier, die hatte ich nie. Da fahren wir einfach mal schnell drüber. Was ist das denn hier? Also Leute, wir fahren mal kurz diese eine Runde hier und dann gucke ich da mal, da morgen sowieso. Ich habe nur 7 Stunden morgen. Vielleicht kommt übrigens auch morgen ein Livestream. Bin ich mir nicht sicher. Allerdings schon, dass morgen ein Livestream kommt. Werde ich den mal ganz kurz essen, ja. Jo. User disconnected from your channel. Alles klar, warum disconnectet der, wenn er essen geht? Können wir den Benz abziehen? Ja klar, ziehen wir den Benz ab. Aber wir müssen ja leider hier rüber. Hallo. Er muss auch hier rüber, ja? Oh Mann. Oh Junge, Junge. Geh am besten noch mal in die Fahrschule. KI muss noch mal in die Fahrschule, weil die hat hier einiges nicht gelernt. So, da vor oben können wir vielleicht wieder mal die U-Bahn fahren sehen. So, da ist gerade. Oh, hier ist Starbucks Kaffee. Ist sehr lecker da. Hey, wir haben rot, aber die fahren. Achso, die haben grün, okay. Seht ihr dann bestimmt auch im Video. Diese ganzen Mini-Ruckler, die hatte ich früher nie. Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Sehr geil. Oh, hier ist ein Problem hier mit den Texturen. Sieht jetzt nicht so geil aus, aber naja, ne? Vom Weiten ist es nicht aufgefallen, aber wenn man hier so nah dran guckt, dann sieht man das. Dass es da nicht so 1 zu 1 drunter passt. Also ist jetzt nicht so der Hammer. Ja, das ist eine Einbahnstraße, wie es aussieht. Man sieht ja auch, hier steigen einfach keine Leute ein. Warum auch immer. Ach ja. Und Leute, was macht ihr eigentlich so, Patrick? Aha. Und Pascal ist essen gegangen und ist extra deswegen disconnected, also ist auch sehr interessant, was der macht so zum Essen gehen, also ich meine, vielleicht geht er ja auch nicht zu Hause essen, ne? Aber dafür hat man ja die AFK-Channels oder so, ne? Ach ja, also Leute, ich glaube, das wird wirklich mal eine freie Fahrt hier zum nur zum Map angucken.